Kurz informiert bei Heise Online mit Marie Koch. In der Debatte über die Verlängerung der Laufzeiten der in Deutschland verbliebenen Atomkraftwerke stellt sich die Parteispitze der Grünen gegen Forderungen des Koalitionspartners FDP. Nachdem sich der Parteichef der Liberalen, Christian Lindner, am Wochenende erneut dafür ausgesprochen hatte, die AKW weiter zu betreiben, erwiderte die Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang, Lindner wolle damit einen Wiedereinstieg in die Atomkraft. Und das wird es mit uns auf jeden Fall nicht geben. In Richtung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder von der CSU schrieb Lang auf Twitter: Sinnvoller als Fracking im Norden wäre Windkraft in Bayern. Damit antwortete sie auf eine Anregung Söders, eigene Gaskapazitäten zu nutzen. Es sei sinnvoll zu prüfen, ob es neue und umweltverträgliche Methoden gäbe. Solche Kapazitäten gäbe es vor allem in Niedersachsen. Der dortige Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD erwiderte Söder auf Twitter in ähnlichem Wortlaut wie Lang: Wie wär's mit Windkraft in Bayern? Die Ermittlungen wegen des Vorwurfs der Hassrede nach dem an Hamburgs Innensenator Andy Grote gerichteten Tweet »Du bist ein Pimmel« sind vor Monaten eingestellt worden. Das hat zuerst das Hamburger Abendblatt berichtet. Die harsche Reaktion auf den Tweet hatte vergangenen September für Aufregung gesorgt, als es um 6 Uhr morgens eine Hausdurchsuchung bei dem mutmaßlichen Autor gegeben hat. An Grote wurde im Internet darauf massiv Kritik geübt. Pimmelgate eroberte binnen weniger Stunden Platz 1 bei den Twitter-eigenen Deutschland-Trends. Wegen fehlenden öffentlichen Interesses an einer Strafverfolgung wurden die Ermittlungen eingestellt, schreibt nun der NDR. Der US-Chip-Hersteller Intel hofft beim Bau seiner neuen Halbleiterwerke in Magdeburg auf einen frühzeitigen Beginn im nächsten Jahr. Wir planen den Spatenstich im ersten Halbjahr 2023 und sind optimistisch, dass auch in diesem Zeitraum der EU-Chips Act verabschiedet wird, sagte der Personalchef von Intel in Deutschland, Bernd Holthaus, der deutschen Presseagentur. Wer sich schon immer mal gefragt hat, wie weit er oder sie von einem bestimmten Bahnhof aus innerhalb von 5 Stunden kommt, muss dafür nicht mehr einzelne Verbindungen prüfen, sondern kann dies jetzt einfach mit einem Klick im Netz nachschauen. Ein Entwickler aus Paris, der sich bei Twitter Benjamin TD nennt, hat eine Website gebaut, auf der eine sogenannte Isochronenkarte anzeigt, was auf der Schiene möglich ist. Um Bahnhöfe auszuwählen, genügt es, mit der Maus drüber zu fahren. Optisch ähnelt das Ganze einer Heatmap, wobei rote Bereiche binnen einer Stunde und schwachgelbe in 5 Stunden zu erreichen sind. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de. Kurz informiert bekommt auf YouTube ein neues Zuhause. Ab dem 8.8. finden Sie den werktäglichen Nachrichtenpodcast von Heise Online auf unserem neuen Kanal Heise Online News. Klicken Sie auf Abonnieren und natürlich auf das Glöckchen.